Smartphones sind in und gut geeignet, junge Kunden zu locken. Können Smartphones und Tablets doch wesentlich mehr als ein herkömmliches Handy. Da ist eine Fotokamera drin. Gut, das haben auch viele Handys. Dann kann man mobil surfen, E-Mails senden und empfangen. Natürlich auch übers Internet Videos anschauen, die Tagesschau oder den offenen Kanal Speyer. Vielfach ist ein GPS-Empfänger eingebaut und es können einfach Programme, sogenannte Applications, kurz Apps, installiert werden, zum Beispiel Spiele, ein Gitarrenstimmgerät oder eine Software zur Bildbearbeitung. Eine solche App haben nun Schüler des Kaiserdom-Gymnasiums bei einem interessanten Medienprojekt selbst erstellt. Diese multimediale Stadtrallye, die Kaiserdom-App, wurde am 31. Mai der Öffentlichkeit präsentiert. Wir konnten in der letzten Projektphase den Schülern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen und ihr Resümee hören. Ja, welche Aufgaben hast du innerhalb dieses Projektes übernommen? Naja, zunächst mal hauptsächlich im kreativen Bereich habe ich mich eben darum gekümmert, wie könnte das Spiel aussehen, welche Standpunkte in Speyer sind da wichtig, habe die Recherche dafür betrieben und dann letzten Endes auch die Story für das Spiel überlegt und dann auch das Spiel umgesetzt. Und da erfährt man halt vieles über den Dom selbst, dann über die Stadt, über das Alphörtel. Obwohl ich schon mein Leben lang hier in Speyer wohne, doch noch einiges Neues über manche Ecken von Speyer erfahren habe, während der Recherche und während der Überlegung für das Spiel. Also mein Bereich war das Marketing, dazu haben dann erstmal der Film gehört und für die Homepage, die wir haben, Texte, Flyer teilweise mitgestalten, das hat aber auch ein Betreuer, der Marco, gemacht. Es ist schon was komplett anderes als das, was man in der Schule lernt. Man muss auch sehr viel Zeit reinstecken. Also wir waren jetzt auch an freien Tagen, an Feiertagen, samstags, haben wir dann halt wirklich stundenlang, zum Beispiel auch in Ludwigshafen bei Medien und Bildung, arbeitet. Naja, zunächst mal, dass nicht alles so schnell geht, wie man vielleicht am Anfang denkt. Also bei vielen habe ich gedacht, ist ja gleich gemacht, hat dann doch länger gedauert. Da habe ich auch noch verschiedene andere Sachen gemacht, zum Beispiel auch den Sprecher für dieses Promotion-Video. Angeleitet wurden die Schüler von zwei Fachleuten der Medien- und Bildung.com. Das ist eine Einrichtung der Landesmedienanstalt, die speziell mediale Schulprojekte unterstützt. Ja, wir mussten natürlich erstmal gucken, wo stehen die Schüler und was können sie schon, was bringen sie mit an Fähigkeiten. Wir haben am Anfang erstmal versucht, mit allen etwas die Technik zu erklären und haben dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass die Schüler sehr, sehr fit sind und schon sehr gut alleine arbeiten konnten. Und zum Teil sind sie auch wirklich viel schneller dann vorangekommen, als wir uns das gedacht hätten. Bei so einem Projekt kommen sehr unterschiedliche Kompetenzen zum Zug. Welche sind das denn? Was wird dazu alles gebraucht? Gut, in allererster Linie natürlich mal Teamfähigkeit, ohne das geht es gar nicht. Dann natürlich Kreativität braucht man und natürlich auch die technische Ebene. Auch hier braucht man Kompetenzen, man muss natürlich programmieren können. Also wir hatten eben das Kreativteam und wir hatten das Technikteam. Bei den Kreativleuten hatten wir eher natürlich Leute, die Sachen gestalten können, die einen Flyer gestalten können, die einen Film gestalten können, die auch unser Spiel als solches gestalten können. Und auf der anderen Seite hatten wir dann eben die Techniker, die die Homepage programmiert haben, die die App programmiert haben und hier ihre Fähigkeiten einbringen konnten. Die Arbeit mit digitalen Medien erfordert allerdings auch spezielle Programmierkenntnisse. Also ich hab Informatik studiert und komme mehr oder weniger aus der Programmierung und musste mich ein bisschen umstellen auf das Google App Inventor, weil das doch eher darauf bedacht ist, für Leute, die keine Programmiererfahrung haben. Die Webseite selbst habe ich einfach im Texteditor programmiert, ganz normal HTML und CSS. Und dann natürlich einzelne Elemente wie Animationen werden dann mit JavaScript oder CSS3 eingebunden. Ich habe teilweise gelernt, wie man JavaScript und PHP anwendet, weil ich bin eigentlich eher weniger auf Serverprogrammierung ausgelegt. Das heißt, ich wusste noch nicht, wie PHP funktioniert. Und wir mussten jetzt einzelne Teile auch per PHP einarbeiten. Es ist innerhalb der App eigentlich sehr gemischt, was wir für Projekte haben, also was für Aufgaben wir in bestimmten Tagen haben. Das heißt, praktisch muss man viele Aufgaben gleichzeitig erledigen und sich dabei immer konzentrieren. Deswegen läuft es ganz anders wie im Unterricht. Und es ist eigentlich sehr interessant, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten, die miteinander verknüpft sind. In einem Projekt gibt es verschiedene Schlüsselqualifikationen für die Schüler. Wir hatten das Glück, dass unsere Projektgruppe breit gefächert war, was diese Qualifikation angeht. Der eine konnte sehr gut programmieren, der andere konnte sehr gut sich in die Story eindenken, sich eine Story ausdenken und so weiter. Der andere konnte wieder gut fotografieren.
Und wir als Medienpädagoge von Medien und Bildung haben einfach diese Kompetenzen dann gebündelt und quasi die Schnittstelle zwischen allen Bereichen gebildet. Ich denke, es ist total wichtig, dass man eben auch in diesen Projekten arbeitet, die nicht in irgendwelchen 45-Minuten-Rastern drin sind, sondern dass man immer schaut, dass man die Schüler animiert, selber auch in ihrer Freizeit Energie mit reinzubringen und etwas selber zu gestalten. Also wir wollen nicht bloß irgendwie in einer Taktung arbeiten, das braucht man ja nachher im wirklichen Leben auch nicht, sondern man muss ja auch selber gucken, dass man mit Spaß an die Sache herangeht und natürlich sich auch noch Freiräume schafft, das ist auch wichtig, aber dass man die auch nutzt, um dann wirklich etwas aktiv zu gestalten. Und nun werben die Schüler selbst für ihre Kaiserdom-App. Wenn du mit deiner Schulklasse nach Speyer fährst, um dir den Dom, das Alphörtl und das ganze andere Zeug anzuschauen, wirst du vielleicht wenig Lust auf eine Stadtführung haben. Um 1647 ist an dieser Stelle das und das hier passiert. Nimm dein Android-Smartphone, installiere die Kaiserdom-App und ab geht's durch die Stadt. Entdecke mit deinem Smartphone interessante Orte, erforsche die Geschichte der Stadt und löse spannende Rätsel. Die Kaiserdom-App findest du im Internet unter www.kaiserdom-app.de oder im Google Play Store. Kaiserdom-App. App durch die Stadt.